Morrigan, können wir Morrigan irgendwas ausrüsten? Morrigan, Morrigan, Morrigan. Nein, immer noch nichts. Auch an Rüstung. Ah, die Kultistenrobe vielleicht. Nö, ihre ist eigentlich ganz in Ordnung. Zumal, naja. Will man Morrigan so rumlaufen sehen? Das ist eben der Nachteil an diesen austauschbaren Rüstungen und Roben, also der Gefährten. Wenn man sie halt austauscht, dann sehen ja die Begleiter nicht mehr so aus, wie sie mal aussahen. Also vor allem bei Morrigan fällt das natürlich enorm auf. Sie hatte halt ihren einzigartigen Stil und sie dann in eine, ja, reguläre Zirkelrobe zu stecken, ist schon ein bisschen ein Stilbruch. Da gab es zum Beispiel in Teil 2 damals viel negatives Gerede, weil die Gefährten ihre eigenen Rüstungen hatten und diese auch nicht ausgewechselt werden konnten. Also egal, ob man jetzt eine super tolle Schurkenrüstung hatte, man konnte sie seinem Schurken nicht anziehen. Er blieb bei seinem eigenen Ding. Man konnte nur hier und da Upgrades kaufen oder finden, um ihre Rüstung zu verbessern. Fand ich, ja, zweigeteilt. Zum einen natürlich schade, weil man seine eigenen abgelegten Rüstungen oder etwas, das man gefunden hat, nicht weitergeben konnte oder sinnvoll nutzen konnte. Vorteil war aber, dass die Leute ihren Kleidungsstil beibehielten. Also sie waren immer noch als, ja, sie selbst erkennbar. Hatte so alles, naja, Vor- und Nachteile. In Teil 3 haben sie das so gelöst, dass man den Gefährten wieder alles anziehen kann, aber sich das Ganze irgendwie an ihren Kleidungsstil anpasst. Also, wenn wir zum Beispiel irgendeine, was weiß ich, Templer-Rüstung finden und wir haben einen grauen Wächter in der Gruppe und ziehen die ihm an, dann sieht die bei ihm nicht wie eine Templer-Rüstung aus, sondern sie sieht dann aus wie eine Rüstung der grauen Wächter, aber die Werte stimmen und so weiter. Ich quatsche schon viel zu lange, Verzeihung. Bin schon Wir unterwegs. schauen uns mal hier um. Okay, das sind wohl die Arbeitsstätten der Damen und Herren. Und Herren, wir sind ja emanzipiert, ja? Hier arbeiten auch Herren. Oh. Ach ja, da war ja was. Wir sollen ja, glaube ich, Sauereien für die Unterwelt wegmachen. Können wir mit dem reden? Herr Bauer, Kirche, Templer, wer auch immer, rettet mich! Ich wollte ihn nicht töten. Kann das nicht einfach alles schon vorüber sein? Ja, wir nehmen uns die Leiche. Ich hätte das schon geschafft. Danke. Ich sollte mich lieber irgendwo verstecken. Ja, guter Plan. Wir haben uns die Leiche geschnappt und sie in unser kleines Bündel gestopft. Die ist ja sehr handlich. Vielleicht könnte ich es ja mal versuchen. Dankeschön. Ein weiterer Liebesbrief. Gibt's hier irgendwas an Büchern? 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 Nee. Schön, das war also eine Leiche. Ich glaube, da sind noch mehrere aufzusammeln und loszuwerden. So, ist das denn das ominöse Hinterzimmer, in dem laut Ignatio irgendein Handlanger von Loghain Sympathisanten der Grauen Wächter in die Falle lockt? Wie lautet die Parole? Ja, die haben wir ja auf dem Plakat neulich gelesen. Die Griffins werden sich wieder erheben. ist es Bratwurst? Die graue Nack fliegt über den Winter nach Norden. Nee, die Griffins werden sich wieder erheben. Natürlich. Hallo, hallo. Oh, wenn das mal kein Kunari ist. Ja, groß, finster dreinschauend, passt. Noch ein Anhänger der Grauen Wächter. Nicht nur ein Anhänger, Payden. Das ist ein grauer Wächter. Das ist der, nach dem Arl Hau sucht. Ein Wächter ist uns in die Falle gegangen? Erste und letzte Chance. Ergebt euch! Nö, ich denke nicht.
überreden. Logan hat den grauen Wächtern das angehängt. Ja, das könnten wir versuchen, aber ich glaube, das schert die alles überhaupt nicht. Warum macht ihr das? Ja, Geld, Macht, keine Ahnung. Geht jetzt, ihr Narren, dann bleibt ihr am Leben. Nö, die möchte ich gar nicht am Leben lassen. Was immer der Aal zahlt, ich lege was drauf. Nö. Ich hab heute mal meinen fiesen Tag. Ich sage, ihr arbeitet für dieses Schwein, dann seid ihr alle tot. Wie bitte? Keine 50 Pluspunkte bei Morrigan? Ich bin enttäuscht. Okay, die stehen sehr schön. Das heißt, ich friere sie mal alle ein, falls ich noch die Chance habe, bevor ich umgeboxt werde. Aber hallo, das... Ihr dürft übrigens gerne angreifen, so ist es nicht. Ist er hier unser Ziel, den wir für Ignazio umbringen sollen? Ich glaube schon. Ich zauber mal einen Kettenblitz auf den Kunari da hinten. Oh ja, die fressen gut Schaden. Und Shivara oder Shivra, die ist scheinbar eine Shokin, denn unser Alistair hat das Todesmal auf sich. Ich glaube, ich steck die einfach mal ins zermalmende Gefängnis. Und dann dürfte sich das erledigt haben. So, die locken keine Leute mehr in die Falle. Haben wir irgendwas Besonderes bekommen? Wir können gerade mal schauen. Neue Sachen, neue Sachen, neue Sachen. Nö, sieht nicht so aus. Eine Rune, Zauberresistenz. Nö, das ist nicht so dolle. Ein Diamant. Also, das ist nur irgendeine Gelumpe. Kein Geschenk. Gut, dann wäre das hier gegessen. War die Tür vorhin nicht offen? Okay, wir sind im Haus der selbstschließenden Türen. Los geht's. Und die war vorhin auch nicht zu. Okay, haben wir vielleicht irgendwie zufällig den Schlüssel bekommen? Ach, jetzt ist hier offen. Sehr seltsam. Ich speichere mal, nicht, dass uns der Rausschmeißer rausschmeißt. Ah, da ist noch ein Buch. Gar nicht gesehen. Anderfels. Einmal was für euch. Und die Truhe. Zephron. Vielleicht könnte ich es ja mal versuchen. Eine schicke Vase. Ist bestimmt zum Verkaufen. Können wir hier eigentlich was verkaufen? Gibt's hier einen Schankwirt? Offenbar nicht. Ach ja, der Kessebier. Reden wir mal mit ihm. Ja, was? Ist es da, wo ihr herkommt, üblich völlig Fremde misstrauisch zu beäugen? Ja, das ist so eine Landessitte. Wer seid ihr? Man nennt mich Kessebier. Ich bin Bootsmann auf Kapitänin Isabellas Schiff. Das ist alles, was ihr wissen müsst. Ach so, Isabella, ja, ja. Die Fragen sind jetzt nicht so spannend, haben wir alles schon in Erfahrung gebracht. Wir gehen mal. Okay, der gehört also zu Isabella, dann hat sich das geklärt. Sollten wir noch mit Sanga reden? Aber ich glaube, wir können da nur ein paar Damen und Herren buchen. Ach, ich rede mal mit ihr. Willkommen in der Perle. Ich bin Sanga, die Besitzerin. Bitte setzt euch und macht es euch bequem. Jeder hier ist ein Meister seines Fachs. Lasst euch von niemandem etwas anderes erzählen. Ich fürchte, ihr werdet einer nach dem anderen gehen müssen. Unsere Zimmer sind nicht groß genug für so viele Leute. Aber darüber können wir uns gleich unterhalten. Also, was soll ich euch zeigen? Die Männer oder die Frauen? Oder hättet ihr gerne eine Auswahl von beiden? Überrascht mich. Nee, danke schon gut. Kommt bald wieder. Ja, für Sex bezahlen. Nee, das muss nicht sein. Würde ich auch RL nie machen.
weil ich so umwerfend aussehe. Nein, weil mir das absolut nicht behagen würde. Dann wechseln wir mal wieder auf die Weltkarte oder eher die Stadtkarte. Tja, sollen wir uns mal um die Nebengassen kümmern? Ja, was ist schöner als eine dreckige Seitengasse? Also ziehen wir doch mal dahin. Da dürften ja auch noch so ein oder andere schurkische Angelegenheiten auf uns warten. Wenn wir nicht gerade angegriffen werden, wer ist es denn diesmal? Ich hatte gehofft, euch zu treffen. Ich habe gehört, was in der Perle geschehen ist. Ich weiß nicht, wie ihr das geschafft habt, aber sie sind alle ohne Aufhebens abgezogen. Die Arbeiter in der Perle werden... Niemand außer mir gibt meinen Männern Befehle. Eine kleine Lektion in Respekt wäre angebracht. Ich verstehe. Haltet euch nicht damit auf, dieses Gesindel zu verschonen. Hier wird es gleich unschön. Okay. Der gute Feldwebel war es, glaube ich. Ja, ich kann ihn gerade nicht auswählen. Wollte uns loben und da liefen wir auch schon in die nächste Falle. Wenigstens kämpfen er und seine Männer auf unserer Seite. Könnte unschön werden. Ich habe ja Win ausgetauscht. Ich war ja so schlau. Das da hinten sind alles Bogenschützen. Sehe ich das richtig? Ich halte mich mal mit Gruppeneffekten ein bisschen zurück. Ich möchte nicht unbedingt die Wachen treffen. Aber ich stecke Christoph erstmal ins Gefängnis. Ja, schön, das saß. Dann versuche ich mich mal geschickt zu positionieren, um möglichst viele Leute in den Kältekegel zu stecken. Sehr schön. Die Bogenschützen, zumindest der da, den könnten wir doch vielleicht schnell weghauen. Oh, wir haben Aufmerksamkeit. Einmal bitte der Geistschlag. Wer schießt da auf uns? Der da hinten. Ich versuche mich mal ein bisschen außer Reichweite zu begeben und den da noch wegzuhauen. Sehr schön, der liegt. Oh, ich glaube, da sterben uns gerade die Wachen weg. Ich helfe mal ein bisschen. Vom Schaden her sieht alles in Ordnung aus. Zumindest bei unseren Leuten. Oh ja, die Stadtwache hier. Ich könnte sie ja mal heilen. Oh, ein neuer Kodex mitten im Kampf. Aot. Ah, es könnte sein, dass wir eine besondere Waffe von dem Anführer dieser Typen bekommen haben. So, der ist weg. Und der ist weg. Sehr schön, dann bleibt nur noch der Bogenschütz, der Einsame. Es gibt wirklich Leute, die euch freiwillig angreifen? Wie dumm kann man sein? Hier ist die versprochene Bezahlung. Wenn ihr interessiert seid, hätte ich vielleicht noch mehr Arbeit für euch. Aber ich kehre jetzt ins Händlerviertel zurück. Die Seitengassen sind einfach zu gefährlich für mich. Sehr schön, das war's. Okay, zwei Sovereigns. Naja. Naja, sag ich mal. Gut, die Karte kommt uns bekannt vor, oder? Vorhin kamen wir von da. Hier hat sich nichts getan. Da geht's wahrscheinlich auch nur auf die Karte, ja. Ach ja, wir können ja mal gerade schauen. Ja. Aot, wenn ich es denn richtig ausspreche, eine Kriegsaxt, Schaden 9, kritische Trefferchance, Feuerresistenz, minus Kälteresistenz, Feuerschaden. Ja, eventuell was für Zephron, wobei 27 benötigte Stärke ist schon ein bisschen viel. Da schauen wir ein andermal drüber.
Ups, da geht's dieses Mal gar nicht weiter. Na schön. Dann nehmen wir eben diesen Ausgang und schauen mal, ob wir jetzt endlich in die dreckige Seitengasse kommen. Au. Oh, uns wurde scheinbar ja, der Weg unterbrochen. Dann versuche ich es nochmal. Wie witzig. Das ist die Stadt der Hinterhalte. Au, 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 au. Also was auch immer uns hier noch erwartet. Ich habe mich an diese Stelle erinnert und ich sehe das auch schon. Ein Glasphylakterion. Sagt das jemandem noch was? Ein merkwürdiges Glasgefäß erregt deine Aufmerksamkeit. Es ist ein kleines Phylakterion, das nichts ähnelt, was in diesem Gebiet sonst zu finden ist. Ja, dass das einfach hier so rumsteht, ist schon sehr seltsam. Der Bereich ist unnatürlich kalt. Dunkle Schatten wirbeln um ein Stück Papier in dem Fläschchen. Das kennen wir schon. Wir nehmen das Fläschchen und dann geht die Luzi ab. Denn es zerbricht natürlich. Und tada! Ein Wiedergänger. Ein sehr schlecht gelaunter, sehr starker Wiedergänger. Und wir haben Winnig dabei. Das wird lustig. Ich versuche mal mein Glück mit dem zermalmenden Gefängnis. Oh oh. Er zieht mich ran, oder? Nein, er zieht Alistair ran. Das kann er gerne tun. Ich versuche ihn mal... Ups. Oh, haben wir... Nein, wir haben die Leiste nicht gesperrt. Da kann es passieren, dass man aus Versehen ein paar Fähigkeiten rauszieht. Was haben wir hier eigentlich auf uns? Die Aura der Schwäche verursacht Abzüge auf Angriffe und Verteidigung. Ja, das geht von ihm aus. Alistair könnte das vermutlich bannen, aber er würde es vermutlich sofort wieder aktivieren. Also der Wiedergänger. Naja. Frieren wir ihn mal ein. Und Alistair... Er haut gerade auf ihn rauf, aber er zerbürst natürlich nicht. Dafür ist er ein bisschen zu heftig. Versuch's mal mit dem Gebiet säubern. Würde mich interessieren, ob die Aura verschwindet. Nee, die Aura verschwindet nicht, aber ich glaube, ich habe seine Aufmerksamkeit. Ja. Ich hoffe, ich habe nachher nicht wieder über sein Blut an mir gesehen. Oh ja, er ist ganz begeistert von mir. Und er widersteht dem Kältezauber. Wie wär's mit dem Kältekegel? Der funktioniert. Ich hau mal ein bisschen ab. Wenn er sich weiter für mich interessiert, ist das ja okay. Oh. Der Schlag war übel. Er hat Morrigan einfach mal so umgeboxt. Ich heile mal Zephryn. Und ich glaube, er will mich ranziehen. Ich steck mich mal ins Gefängnis. Besser gesagt, Kraftfeld. Da kann er gerne auf mich einprügeln. Ich übernehme mal Zephryn und versuche mich zu heilen. Wundumschläge. Wo ist mein Ziel? Das war knapp. Hier, Mal des Todes, bitte. Und dann hau mal zu. Oh, Alistair steckt aber auch gut ein. Heil dich mal, Alistair. Unser Kraftfeld läuft ab. Oh, wow, wow, wow. Er hat Alistair umgehauen und ich glaube, ich bin auch tot. Da lief mein Kraftfeld gerade in dem Moment aus, als er scheinbar zu seinem Rundumschlag ansetzte. Alistair ist wieder aufgestanden. Wieso ist Alistair wieder aufgestanden? Oder habe ich mich verguckt? War Alistair nicht tot? Nee, ich glaube, wir sind gestorben. Egal. Alistair lebt. Fragen wir nicht nach, warum. Ich fürchte nur, das Ganze wird übel enden.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das überleben. Okay, Wundumschläge sind bereit. Wir könnten uns mal größere Wundumschläge reinziehen. Wobei, Alistair hat schon die normalen, nicht die schwachen. Nehmen wir mal den starken. Und Zephren könnte vielleicht sich erstmal heilen. Und vielleicht hinter den Wiedergänger gehen. Oh, wow, Alistair steckt wirklich gut ein. Ich fürchte, der Kampf ist verloren. Haben wir vielleicht noch irgendein Waffengift? Haben wir... Naturschaden? Benutzen wir das mal. Und Alistair hat zufällig, ja, die Wundumschläge bereit. Dann soll er sich mal heilen. Wenn es noch klappt. Ja, klappt. Zephren, du kannst auch noch einen nehmen. Oh, oh, oh. Auf Alistair muss ich wirklich achten. Der stirbt uns sonst weg wie nichts. Vor allem, Zephren kassiert immer wieder enorm Schaden, obwohl er ja eigentlich hinter ihm steht. Ich glaube, wir verfehlen auch recht oft, wenn ich das so sehe. Oh, Alistair, Alistair, Alistair. Wundumschlag, bitte. Ja, Zephren verfehlt recht häufig. Das könnte natürlich an der Aura liegen, die der Wiedergänger ausstrahlt. Aber vielleicht braucht er ein bisschen mehr Geschick oder was auch immer fürs Treffen nötig ist. Oh, Alistair, Alistair, Alistair. Los geht's. Oh, 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 Zephren, Zephren, das ist knapp, das ist sehr knapp. Verdammt, haut der einen Schaden raus. Jetzt müssen wir aufpassen, es ist nicht mehr viel. Oh, das wird ein knappes Rennen. Vor allem gehen uns langsam die Wundumschläge aus. Zephren, nimm einen. Alistair, nimm nochmal einen. Oh, das ist übel, das ist übel, das ist sehr übel. Aber er frisst Schaden. Oh, Alistair, Alistair. Wenn Alistair uns stirbt, können wir die Sache vergessen. Sehr gut.